9.28 Uhr Uhrenvergleich. Wir haben jetzt eine hoffentlich spannende Diskussion am Dietzhofer Gymnasium in Sachen Bundeswehr und Demokratie. Und es freut mich, dass Hauptmann Dani Sam mich begleitet und wir werden Rede und Antwort stehen. Ja, vielen Dank, dass Sie mich dazu mit eingeladen haben. Freue ich mich ganz besonders und auch freue mich auf eine spannende Diskussion, denn ja, es heißt ja immer, es gibt keine spannenderen Zeiten als diese, aber ich glaube, dass wir jetzt gerade ganz, ganz viele Aufhänger haben, die zeigen, wie spannend und herausfordernd die Zeiten sind. Und in dem Zuge freue ich mich ganz besonders auf eine spannende Diskussion mit hoffentlich sehr interessierten Schülern. Ja, wir haben jetzt eine ganz spannende Diskussion mit einer großen Gruppe erlebt, um die 90 Schüler. Und wir haben vorher gehofft, dass es eine spannende Diskussion wird und können jetzt mit noch mehr Freude sagen, also ich für meinen Teil auf jeden Fall, dass wir eine junge Generation erlebt haben, die sehr, sehr politisch interessiert ist, für oder in die Gegenwart, aber auch in die Zukunft und das macht einfach ganz, ganz viel Hoffnung, weil man ja natürlich auf die Demokratie vertrauen muss und Demokratie lebt vom Mitleben und wir haben jetzt gerade Menschen erleben dürfen, von denen ich jedenfalls die Warnung so gewonnen habe, dass die auf jeden Fall sich engagieren wollen und das gibt ein ganz, ganz tolles Gefühl und ich glaube, genau so soll das laufen. Ja, ich kann da nur beipflichten. Ich habe sehr viel Interesse wahrgenommen und die Bandbreite der Fragen war wirklich immens. Ich darf mich bei Hauptmann Sam ganz herzlich bedanken. Ich würde sagen, haben wir gut gemacht und es war eine gute Veranstaltung.